Oh, ich habe mir doch Themen aufgeschrieben. Das habe ich mir doch alles aufgeschrieben, was ich belabern wollte. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Normalerweise hätte ich jetzt für diesen Freitag, an dem dieses Video jetzt online geht, kein Video gehabt. Ich habe auch keins geplant. Normalerweise kommen ja nur alle 2 Wochen Videos von mir, aber in letzter Zeit haben die sich irgendwie so vermehrt, sodass ich irgendwie für fast jeden Freitag einfach Content hatte. Und jetzt fand ich es ein bisschen schade, wenn ich für diesen Freitag keinen Content hätte. Deswegen lag ich sonntagabends da und dachte mir, ha, mach doch einfach einen kurzen, fetzigen Montagsvlog. Und hier sind wir. Also sowas Kleines, Vloggiges für zwischendurch. Ich dachte, vielleicht freut sich irgendjemand. Irgendjemand da draußen wird sich freuen, dass dieses Video online geht. Und dieses Video ist für dich. Ich dachte, wir könnten uns mal wieder ein bisschen kurz schließen. Es ist doch immer recht wenig Zeit zwischen den ganzen buchigen Themen und kerzigen Themen und zwischen den Buchbesprechungen irgendwie Themen aufzugreifen, die tiefergehend mit meiner Person oder meinem Leben zu tun haben. Wenn ihr aufmerksam meine Lesemonate verfolgt, sage ich doch hier und da ab und zu, was mich gerade bewegt oder nicht bewegt, beziehungsweise wie ein Buch eben bei dem, was mich bewegt, mit reingespielt hat oder nicht mit reingespielt hat. Aber ich denke, es wäre jetzt ganz schön, wenn wir uns mal wieder so ein bisschen kurz schließen, ein bisschen connecten, ein bisschen Quality Time, Bonding Time, Leute. Nennt man das Bonding Time oder ist Bonding Time was anderes? Kann das sein? Naja, ich weiß, ihr seid hauptsächlich wegen der Buchbesprechungen da, zumindest sind die meisten wegen der Bücher gekommen und wegen meinem charmanten Lachen geblieben. Ihr werdet bei diesem Vlog unten Kapitel finden. Alle meine Videos haben Kapitel, Leute. Also wenn euch ein Thema nicht interessiert, egal in welchem Video, könnt ihr das Kapitel einfach überspringen. Einfach überspringen. Thema Nummer 1, mit dem ich starten möchte und das Thema, was mich einfach am meisten in letzter Zeit bewegt hat und seit 6 Monaten, nämlich seit April bewegt hat, ist das Thema Trauer und Abschied nehmen. Trauer ist ja faszinierend, weil Trauer hat irgendwie fast jeden Tag, jede Woche, jeden Monat eine andere Form und ein anderes Aussehen und fühlt sich anders an. Und manchmal fühlt es sich eben sehr schwer an und sehr traurig an. Und es fühlt sich so an, als wäre man wieder komplett an den Anfang zurückgeworfen worden. Als hätte man nie nur ein Fitzel seiner Trauer jemals bewältigt. Als wäre man genau da, wo man gestartet ist. Und all die Wochen und Monate intensivster Trauerarbeit und Verarbeitung waren völlig umsonst. Und dann stellt man aber fest, dass diese Episoden, in denen man sehr traurig ist und in dem ein dieses eine so sehr belastet, dass diese Episoden nicht immer an Heftigkeit verlieren, aber dass diese doch kürzer werden. Das Ding ist, als es passiert ist und wir alle Abschied nehmen mussten, waren wir alle sehr in Schockstarre. Ich war selber total in Schockstarre. Ich war erst, nachdem ich auf der Totenwache war und nachdem die Beerdigung war, ich glaube, so 1 oder 2 Wochen danach, als ich wieder zu Hause war, da wurde mir alles erst klar, was überhaupt passiert ist und was ich gerade durchgemacht habe und was ich gerade durchgestanden habe. Und dass ich jetzt auf der Totenwache von ihm war und dass das seine Beerdigung war. Ich denke, das eine, was uns so in den sanften Schleier der Trauer gehüllt hat, ist die Tatsache, dass man in Rumänien einfach noch sehr intensive Trauerrituale hat und sehr intensive Totenrituale. Das hört sich jetzt alles irgendwie komisch an, aber in Rumänien gibt es eben noch eine Totenwache. In Rumänien liegt der Verstorbene eben im Haus und nicht irgendwo anders. Und der Verstorbene wird nie allein gelassen und beim Verstorbenen wird nie das Licht ausgemacht. Und die ganze Nachbarschaft und jeder, der ihn kannte, kann eben ins Haus kommen, einfach frei ins Haus kommen und eben Abschied nehmen vom Verstorbenen. Und es gibt eben so viele kleine Gesten und kleine Rituale und große Gesten und große Rituale und
diese kleinen Rituale, seien sie christlicher Natur oder seien sie eben einfach traditionell rumänischer Natur, die waren irgendwie wie so ein Anker, an dem man sich festhalten kann. Auch wenn diese Rituale nichts ändern, aber sie waren doch irgendwie immer etwas, das man zu tun hatte und etwas, das einem gesagt hat, okay, und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Also zwischen all dem, was da zu tun war und all dem, was da los war, man hatte kaum die Möglichkeit zu verzweifeln. Das war für mich sehr, sehr wichtig, dass ich das miterlebe, so furchtbar und tragisch es auch war und so furchtbar und tragisch unser und mein Verlust ist. Ich bin so froh, dass ich das erleben durfte, obwohl ich mir natürlich mehr gewünscht hätte, dass ich das niemals hätte erleben müssen. Aber ich bin froh, dass ich bei all dem immer das Gefühl hatte, dass ich behütet bin. Ich wollte euch eben dran teilhaben lassen, was in der finstersten Stunde irgendwie so normal wirkt, dass man eben das jetzt macht und das jetzt macht, aber dass es rückblickend was sehr Wichtiges war, dass man eben dann da dabei war und das mitgemacht hat und das mitgemacht hat und eben dabei war und sich von irgendwas in all dem, so schrecklich es auch war, irgendwie behütet gefühlt hat. Und dass es wichtig war, dass man da ist. Und dass es trotzdem, dass es eine der schwersten Dinge war, die ich je gemacht habe, das war die schwerste Reise, die ich bisher in meinem Leben hatte und die schwersten Besuche, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Aber ich denke, neben all dem waren es auch die wichtigsten. Das war das. Und das war so der erste Klumpen Trauer, der irgendwie bewältigt werden konnte, musste. Und der erste Trauerklumpen, durch den ich mich irgendwie durchgearbeitet habe, um dann am Ende irgendwie an einem Punkt rauszukommen, wo es mir wieder sehr gut ging. Also ich denke so August, Juli, August, da ging es mir wieder sehr gut. Da ging es mir so gut, dass ich wirklich wieder nach mir gucken konnte, nach meinem Körper gucken konnte, nach meiner Psyche gucken konnte. Ich war wirklich on top of the game, würde man sagen. Also mir ging es sehr gut mit meiner Trauer. Ich hatte eine komplette Akzeptanz in mir. Ich konnte es akzeptieren, dass ein Mensch diese Entscheidung für sich getroffen hat und dass absolut niemand irgendwas an dieser Entscheidung hätte ändern können. Naja, auf jeden Fall ging es mir Juli, August sehr gut. So gut, dass ich regelmäßig intensiv sehr viel Sport machen konnte. Und wenn ihr mich auf Instagram Sport machen seht, wisst ihr, könnt ihr wissen, ihr geht's gut. Weil diese Art von Motivation und diese Art von, ich kümmere mich um mich selber, ich bin meine Prio Nummer 1, das kriege ich wirklich nur hin, wenn ich sonst nichts habe, um das ich mich bei mir kümmern muss. Aber dann kam eben vor 2 Wochen so ein Punkt, an dem ich angefangen habe, sehr viel nachzudenken und sehr viel zu überlegen. Ich glaube, mein Problem war, dass ich irgendwie in meinen Gedanken, ohne dass ich es beabsichtigt hätte und ohne dass ich es gewollt hätte oder mir dessen wirklich bewusst war, irgendwie habe ich einen Grund gesucht. Einen Grund, warum das passiert ist, einen Grund, warum man diese Entscheidung für sein Leben getroffen hat. Ein Grund, ich brauchte einen Grund, auch wenn ich dachte, ich wäre gut damit klargekommen, dass es für sowas keinen gibt. Und auch wenn ich dachte, dass ich da drüber hinweg bin, hat in meinem Unterbewusstsein oder in meinem Hinterköpfchen irgendwas gearbeitet. Und die Suche nach dem Grund ist bei dem Thema sehr schwierig, weil ich kann das nicht nachvollziehen, versteht ihr? Niemand kann jemand anderen jemals nachvollziehen, nicht im geringsten. Wir können einzelne Situationen nachvollziehen, aber wir können ansonsten uns nicht den Funken einer Vorstellung davon machen, was andere Menschen in ihrem Leben durchmachen und wie das Leben anderer Menschen für diese ist. Und das ist eben das Schwierige bei dem Thema, dass ich einen Grund gesucht habe in dem Leben eines anderen Menschen, das dann eben zu so einer Entscheidung führt. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie nichtsbringend diese Suche war. Und ich denke, ich habe mich einfach verlocken lassen, durch sehr dunkle Gedanken und dunkle Korridore in meinem Kopf zu gehen,
in der Hoffnung irgendwie, ich könnte in diesen dunklen Korridoren vielleicht einen Funken davon mitkriegen oder einen Funken eben besser verstehen, wieso man diese Entscheidung getroffen hat. Aber ich kann in den dunkelsten Korridoren suchen, ich kann in die dunkelste Kammer meiner Seele blicken. Ich werde da diesen Grund nicht finden, weil es nicht mein Grund ist. Und seinen Grund werde ich eben nie finden in meiner Seele. Und ich hatte 2 Wochen eben wieder mit dieser Traurigkeit zu kämpfen, möchte ich nicht sagen. Ich habe sie halt, ich kämpfe nicht gegen sie, ich habe sie dann halt. Aber ich habe eben so gemerkt, wie, als es mir gut ging, dachte ich oft, irgendwann kommt die Trauer zurück. Ich weiß, sie kommt zurück. Aber selbst als es mir gut ging, also wenn es einem gut geht, kann man ja auch nicht erzwungen traurig sein wegen einer Sache, weil es ging mir gut und ich konnte das akzeptieren. Aber ich wusste innerlich, wie gesagt, immer, sie kommt zurück. Pass bloß auf, sie kommt zurück. Aber nicht pass bloß auf von wegen, sondern pass gut auf dich selbst auf, weil Trauer hat eben, wie ich gesagt habe, sehr viele Formen und sehr viele Farben und sehr viele Zustände, in denen sie kommen kann. Und deswegen war ich mir bewusst, sie kommt, aber ich wusste nicht wie und ich wusste nicht wann. Und es hat sich so angefühlt, als würde sich dieses Band der Trauer eben so spannen. Und es hat sich gespannt und innerlich wusste ich, irgendwann schnallt diese Trauer mir so ins Gesicht zurück. Und genau das ist passiert. Aus dem Nichts. Ich will auch nicht immer einen Grund suchen oder ein Ereignis suchen, das mir irgendwie die Trauer zurückgebracht hat. Sie wird immer wieder kommen. Und dann mache ich halt das Beste draus, so blöd es sich anhört. Aber was ich für mich die letzten Tage jetzt auch entschieden habe, beziehungsweise was ich mir bewusst gemacht habe, ich war jetzt sehr viele Tage wieder traurig, sehr traurig und hatte Träume, die mir nicht gut getan haben. Und ich weiß, für viele sind Träume wirklich nur Träume, aber ich bin ein Mensch, mich nehmen Träume wirklich sehr schwer mit. Vor allem, wenn ich dann von verstorbenen Menschen träume. Ich denke, das kann sich jeder vorstellen, dass das was mit einem macht. Zumal ich immer dachte, wenn ich von jemandem Verstorbenen träume, dann sind diese Menschen glücklich. Und in meinem Traum waren sie es nicht. Und das war das, was mich... Ja, das hat sehr viel mit mir gemacht auf jeden Fall, dass ich dann angefangen habe zu träumen und diese Träume nehme ich immer mit in meinen Alltag und spüre, wie diese Träume so hinter mir stehen und an meinen Haaren ziehen und mir so in die Rippen zwicken und mich den ganzen Tag nicht in Ruhe lassen. Aber ich dachte mir jetzt auch die Tage, ja, ich bin jetzt traurig und ich war sehr lange, wie gesagt, auf dunklen Faden in meinem Kopf unterwegs. Aber ich kann das jetzt nicht länger machen in meinem Leben. Ich kann nicht immer durchgehend sehr lange so intensiv traurig sein. Ich bin es mir selbst schuldig, dass ich auch wieder glücklichere Tage erlebe. Und ich bin es mir selbst schuldig, dass ich mit meiner Trauer vorankomme. Und dass ich möchte sie nicht bewältigen. Also es ist ja auch im Sprachgebrauch irgendwie immer so, dass egal wann es um Trauer geht, es hört sich immer so an, als müsste man sich vor ihr verstecken, vor ihr in Deckung gehen, sie bekämpfen, sie loswerden oder nicht in seinem Leben haben wollen. Das ist mir aufgefallen. Aber was auf jeden Fall jetzt in meinem Bewusstsein so klar wurde, ist, dass ich ja nicht so düstere Gedanken nachvollziehen kann. Und dass ich solche Entscheidungen nicht nachvollziehen kann und dass ich niemals eine Antwort haben werde und dass ich es mir aber auch schuldig bin, ein Leben zu führen, das nicht darauf ausgerichtet ist, die Antworten von jemand anderen zu suchen und versuchen, die Antworten für jemand anderen zu finden, die ich nie finden kann, sondern dass ich es mir schuldig bin, mir als lebenden Wesen und eigenverantwortliche Person, die ich bin, dass ich es mir schuldig bin, wieder zu lernen, mit der Trauer zu leben und wieder zu lernen, solche Fragen wegzuschieben, wenn die irgendwie in mir aufkommen. Ich bin dafür verantwortlich, mich nicht für alles verantwortlich zu machen. Ich bin dafür verantwortlich, nicht jede Frage an mich ranzulassen und jede Frage jetzt als meine Aufgabe anzusehen,
diese zu beantworten. Ich bin nicht dafür verantwortlich, die Fragen des Lebens für jemand anderen zu beantworten. Und ich kann es auch nicht. Und ich darf mir das unterbewusst auch nicht irgendwie auferlegen, nur weil ich irgendwie glaube, vielleicht finde ich was heraus. Was soll ich denn herausfinden? Es weiß keiner irgendwas. Und an diesen Gedanken wollte ich euch teilhaben lassen, weil ich diesen Gedanken sehr wichtig für mich finde, dass ich für mich sage, bis zu einem gewissen Punkt darf die Trauer in mein Leben. Aber die Fragen, die sie mitbringt, für die ich nicht verantwortlich bin, und die Fragen nach dem Wieso und Warum, die ich nicht beantworten kann, diese Fragen müssen jetzt draußen bleiben. Die Trauer darf kommen, aber nicht mit solchen Fragen. Und das ist eben in meiner Verantwortung, aufzupassen, dass solche Sachen eben nicht an mir nagen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass ich diese paar Tage hatte, in denen solche Dinge eben wieder an mir genagt haben. Aber eben umso wichtiger ist es jetzt für mich zu erkennen, dass ich mir nicht alles aufbürden muss, was die Trauer mit sich bringt. Und dass ich mir nicht alles aufbürden darf. Und dass es niemandem was bringt, wenn ich es mir aufbürde. Überhaupt niemanden. So, das ist mein Stand jetzt mit meiner Trauer. Ich finde, es ist ein guter Stand. Wenn ich drüber rede, bin ich natürlich immer noch sehr emotional. Darf man auch sein, weil es eben sehr wichtig war und immer noch ist. Aber ich finde es eben umso wichtiger, dass ich jetzt den Punkt in meinem Leben gefunden habe, wo ich sage, ich nehme das mit, das gehört zu mir, das gehört jetzt zu meiner Geschichte, aber eben auch nur ein gewisser Teil davon. Und nicht jede Frage und nicht jede Theorie und nicht jeder Gedanke davon. Immer wenn ich über das Thema rede, schreiben mir Menschen, dass sie es so toll finden, dass ich über das Thema rede. Ich finde es eher irritierend, dass so wenige Menschen über Trauer reden, wo es doch so viel Trauer gibt. Und ich denke, das liegt zum einen daran, dass wir Trauer als was sehr Intimes ansehen. Ist es auch. Man muss nicht jedem seine Trauer zeigen, vor allem nicht, was jedes Thema angeht. Aber ich finde, Trauer ist auch was sehr Zartes. Und Trauer ist auch was sehr Menschliches. Und Trauer ist auch etwas sehr Liebevolles. Und ich finde, das vergessen viele Menschen, wenn es um Trauer geht. Man sieht immer ein schwarzes Gespenst vor sich, wenn von Trauer die Rede ist. Aber ich finde, Trauer ist an erster Stelle Liebe. Sehr viel Liebe. Und deswegen möchte ich eine Lanze brechen für die Trauer. Und deswegen möchte ich eine Lanze brechen für die Liebe. So, Freunde, jetzt haben wir das schwere Thema an diesem Montagnachmittag weg. Eine Sache, über die ich im Zusammenhang damit auch reden möchte, ist mein Wohlbefinden. Es ist so, im Studium ist gerade sehr viel zu tun. Sehr viel zu tun heißt, ich arbeite an einem Gruppenprojekt, und wenn ihr mich vielleicht ein bisschen kennt oder mich so beobachtet, wisst ihr vielleicht, dass ich eher eigenbrötlerisch unterwegs bin und am besten eben funktioniere, wenn ich mein Ding mache. Natürlich ist es ein Studium. Gruppenprojekte sind sehr beliebt. Wir machen ein Gruppenprojekt. Ja, machen wir. Ich stelle zwei Dinge an dieser Stelle fest, nämlich das Ding Nummer eins, ich arbeite einfach sehr gern für mich. Und das Ding Nummer zwei, man wächst mit seinen Aufgaben. Und das ist eigentlich das Ding, was ich jetzt im Rahmen des Gruppenprojektes gelernt habe und das sehr wichtig ist, dass ich es gelernt habe. Ich bin auch so ein Mensch, ich mache sehr gerne, sehr oft das Gewohnte, so wie jeder Mensch wahrscheinlich. Und an solchen außergewöhnlichen Aufgaben stellt man eben dann aber wieder deutlich fest, dass man eben mit seinen Aufgaben wächst. Auch so nervig und zeitaufreibend. Und so nervig und zeitintensiv das Gruppenprojekt jetzt eben ist, so bin ich sehr froh, wenn es vorbei ist, natürlich. Aber wie gesagt, ich merke an dem Punkt wieder, dass man mit seinen Aufgaben wächst. Und meistens wächst man eben mit Aufgaben, die nicht so angenehm sind. Und meistens wächst man eben mit Aufgaben, die ein bisschen nerven und viele Nerven kosten und eben ein bisschen andere Fähigkeiten und Fertigkeiten von einem verlangen.
und ein bisschen mehr Geduld von einem verlangen. Aber das sind eben so die Punkte, wo man dran wächst. Das wird mir klar. Und im Rahmen dessen, dass ich eben einiges mit dem Gruppenprojekt zu tun hatte, dann mit meiner Trauer zu tun hatte und sonst auch ein paar Änderungen so bei uns privat eingetreten sind, kam ich eben die letzten Wochen nicht wirklich gut dazu, mich um mich selbst zu kümmern. Mich um mich selbst kümmern heißt bei mir, ich ernähre mich ausgewogen, in die Richtung ausgewogen und ich bewege mich ausreichend. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie einem Ideal entsprechen möchte oder sonst was. Ich merke einfach, wenn ich mich ausreichend bewege, wenn ich Sport mache und wenn ich mich einigermaßen gesund ernähre, beziehungsweise ausgewogen ernähre, dann geht's mir einfach gut. Leute, dann geht's mir einfach gut. Dann bin ich ein richtiges Powerhouse. Und so ein Powerhouse möchte ich jetzt wieder werden. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 Wochen keinen Sport gemacht. Ich habe, so gut es ging, versucht, auf meine 10.000 Schritte zu kommen. Hat mal mehr geklappt, mal weniger. Es war, wie gesagt, auch einiges los bei uns. Aber ich denke, wenn man mich auf Instagram verfolgt, merkt man, dass ich der Typ Mensch bin, der nicht durchgehend regelmäßig in seinem Leben Sport macht. Aber ich bin stets bemüht und versuche eben immer wieder und immer wieder Sport zu machen. Immer wieder und immer wieder. Und sei es der 500. Versuch, den ich starte, um endlich ein Mensch zu werden, der regelmäßig Sport in seinem Leben macht. Das ist mir egal, Leute. Ich starte den 501. Versuch, ein Mensch zu werden, der regelmäßig Sport in seinem Leben macht. Mir ist klar geworden, dass ich nicht der Typ bin, der durchgehend immer Sport macht in seinem Leben, der durchgehend immer sich ausgewogen ernähren kann, bin ich nicht. Gerade so Phasen, in denen ich sehr viel in mir drin zu tun habe, da merke ich eben, dass ich mich schwer zu Sport überreden kann und dass ich dann eher der Typ bin, der in so eine Starre verfällt. Aber ich möchte mich auch nicht fertig machen, deswegen. Ich möchte mit allem, was ich mache, auch immer ein bisschen auf meinen Körper hören und auf mich hören. Und deswegen lagen jetzt 2 sportfreie Wochen hinter mir. So what? Ich habe mich schlecht ernährt, das muss ich dazu sagen. Aber auch hier, so what? Deswegen freue ich mich immer auf jeden Montag, weil Montag ist bei mir so der hochmotivierteste Tag. Ich weiß, viele Menschen mögen Montage nicht, aber ich verstehe das irgendwie gar nicht. Ich finde Montage ganz okay. Ich muss sagen, dass ich montags die meiste Energie habe. Ich verstehe aber auch, wenn andere Montage hassen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch montags geht. Mir geht's montags super. Ich habe mittwochs meinen Durchhänger. Auf den Donnerstagabend hin geht es mir dann wieder besser, weil dann ist ja fast schon Wochenende. Aber montags finde ich richtig gut. Ich kriege montags die meiste Wäsche gewaschen. Ich kriege montags die meisten Dinge erledigt. Ich kriege montags einfach viel erledigt. Diesen Vlog zum Beispiel. Wow. Um euch nicht ganz ohne buchigen Content dastehen zu lassen, zeige ich euch einfach, was ich wirklich sonst nie mache, sehr selten mache. Nee, eigentlich nie mache, mein Currently Reading. Schwerste Wort auf der Welt, Currently Reading. Und zwar, Leute, was habe ich mich gefreut, als ich im Buchhandel war und endlich das mit nach Hause nehmen konnte, nämlich Quendel. Über die Schattengrenze. Der finale Band der Quendelsaga. Ich lese gerade da dran. Oh, das ist mein Mann. Was will der? Ich bin auf Seite 90. Das Buch hat 508 Seiten. Und Leute, wenn ich mich da dran setze zum Lesen, dann denke ich immer, okay, das waren jetzt bestimmt so 50 Seiten, die ich gelesen habe. Es waren 20. Also es sind auch richtig gut gesättigte Seiten. Ich zeige es euch gerade. Also die Schrift ist schon grenzwertig, muss ich sagen. Aber ich will eben nicht warten, bis es das als Hörbuch verfügbar gibt, sondern ich will das eben jetzt gleich lesen, weil ich eben wissen möchte, wie es mit den Quendeln weitergeht. Aber Fakt ist auch, ich werde das nicht in den Lesemonat Oktober reinbekommen. Völlig ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Da werde ich jetzt, glaube ich, den November noch dafür brauchen. Ich hoffe, dass ich es im November beenden
werden kann, aber ich bin guter Dinge. Wir kommen zu einem Buch, das ich Hörbuch höre, nämlich selbstverständlich Elfenkönig von Bernhard Henn und Robert Corvus. Leute, ich bin so froh, dass das Hörbuch doch relativ zügig jetzt rausgekommen ist. Ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen, dass der finale Band mit dem Hörbuch gleichzeitig rauskommt. Das war ja logisch und es wäre auch, glaube ich, das, was man anstreben sollte, wenn man Audible wäre. Aber ja, ich habe nicht mehr viel vom Hörbuch. Ich glaube, ich habe noch 4 Stunden, 5 Stunden. Bis jetzt bin ich begeistert. Es war viel, Leute, okay? Es war einfach auch viel, was hier passiert ist. Aber ja, jeder, der sich Gedanken macht, ob er die Filiasson-Saga beginnen soll oder nicht beginnen soll, weil es doch so eine lange Reise ist und so eine lange Reise ist, dem kann ich sagen, ich wünschte, es gäbe noch 6, 7, 8 weitere Bände, weil ich einfach die Protagonisten so sehr ins Herz geschlossen habe und weil ich einfach von jedem noch so, so viel mehr erfahren möchte und weil ich einfach nicht möchte, dass diese lange Wettfahrt endet. Und ich sage es zum 1000. Mal, ihr wisst vielleicht, ich bin nicht der große Fantasy-Leser. Nie gewesen, schon gar nicht High Fantasy. Aber dieser Reihe gehört einfach mein Herz, deswegen. Ja, bin ich gespannt, was hier am Ende noch passiert und wie sich das eben auflöst, wo wir jetzt hin müssen. Wir werden sehen. Und dann, Leute, höre ich außerdem, ganz großes Kino, Die Nebel von Avalon. Ich hatte riesige Angst, dass ich hier nicht reinkomme. Und es vergingen so 2 bis 3 Stunden in dem Hörbuch. Und dann dachte ich, wow, was ist das für eine coole Story. Richtig cool, Leute. Vor allem gibt mir diese Story so heftige Emanzipations-Vibes, also so richtig, yeah, das ist eine richtig starke Frau. Ich habe nicht gedacht, dass es mir so einfach fallen würde, hier zurechtzukommen. Und ich habe nicht gedacht, dass mich die Story einfach so packen würde. Weil das Setting und Fantasy und eben die Elemente, die hier zusammenkommen, ihr wisst, ich bin nicht so der Fantasy-Leser, außer die große Ausnahme. Ich habe bis jetzt nur Fantasy-Bücher gezeigt und sage einfach, ich bin nicht der Fantasy-Leser. Quendel, Fantasy, Filiasson, Fantasy, Nebel von Avalon, Fantasy und ich behaupte immer noch, ich bin nicht der Fantasy-Leser. Aber okay, vielleicht werde ich ein Fantasy-Leser. Es hat mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht, wie ich in diese Geschichte reingeschlittert bin und wie mich die Geschichte dann gepackt hat und wie ich jetzt so am Mitfiebern bin. Und man muss natürlich auch bedenken, ich habe vielleicht gerade mal so viel. Das war ja ein Buch aus dem Bücherschrank, aber irgendwie, es sieht nicht so aus, als hätte man es gelesen. Zumindest hat es jemand sehr vorsichtig gelesen. Danke dafür. So, Freunde, ich schaue mal noch, was für Themen wir hatten. Ich habe euch ja bisher 2 Mal bei Instagram gefragt, was ihr so sehen wollt. Manche Themen kann und möchte ich besprechen, manche Themen kann und möchte ich nicht besprechen, aber ich denke, das ist klar. Ich schaue mal noch, welche Themen vorgeschlagen wurden. Ah ja, okay. 2 Dinge. Jemand wollte meine Herbstdeko sehen und jemand wollte, ich weiß gar nicht mehr, wie man es nannte. Wie nannte man es? Jemand wollte noch meine Herbstdeko sehen und jemand anderes wollte noch mein Studienzeug sehen, also Stifte, Leuchtmarker, Markierungen, Klebezettel, das da. Bei beiden Themen muss ich sagen, ich glaube, da seid ihr in der falschen Adresse. Machen wir erstmal die Herbstdeko. Folgendes. Herbstdeko ist bei mir so, bei mir ist ja nicht sehr lange Herbst, weil ich ja Anfang, Mitte November meist schon mit der Weihnachtsdeko anfange. Deswegen habe ich schon Herbstdeko, aber eben sehr akzentuiert und eigentlich recht wenig. Ich zeige es euch gerade. So, also das ist einmal meine Herbstdeko. Die Figur habe ich schon seit Jahren, die habe ich mal geschenkt bekommen. Und ansonsten sind es vertrocknete Blätter. Ich kaufe immer einmal so einen Korb voll Zierkürbisse im Supermarkt. Und ansonsten ist es wirklich das, was ich im Wald so finde oder eben Zierkürbisse.
was ich im Wald so finde, vertrocknete Blätter. Das ist das. Einmal. Und was ich auch jeden Herbst habe, ist ein sogenannter Herbstteller. Das ist einfach ein Dekoteller. Den habe ich auch schon jahrelang. Und hier habe ich einfach einmal sehr viel Zeug aus dem Wald. Also sehr viel Zeug aus dem Wald. Das meiste ist wirklich selbst gesammelt. Ich zeige es euch gerade mal so. Also da habe ich Stöcke, Zapfen, Blätter, Äste, Tanne, diese Dinger, wie auch immer die heißen. So, der Klassiker, Kastanien. Und hier wieder ein paar Zierkürbisse und das Ganze eben ziemlich hochgestapelt. Und dann habe ich immer noch eine Kerze in der Mitte. Aber wie gesagt, das ist wirklich, das meiste habe ich wirklich einfach aus dem Wald mitgenommen. Und ansonsten habe ich hier noch eine Lichterkette durchgefriemelt. Und das war's dann auch schon. Das ist meine Herbstdeko. Ich kann euch da die Herbstdeko-Tour von Manuel ohne Namen empfehlen. Seine Halloween-Deko-Tour. Ja, so Halloween-Deko, ja, auf jeden Fall, Leute. Aber ich habe ja schon einen Vogel mit Weihnachten. Ich kann nicht noch mit Halloween einen Vogel bekommen. Deswegen. Man muss sich auf einen Vogel festlegen. Und jetzt habe ich halt den Weihnachtsvogel. Ja, ansonsten ist bei mir, wie gesagt, nicht viel mit Herbstdeko. Ich habe vor dem Haus noch ein paar Erikas und Chrysanthemen stehen. Ansonsten ist es wirklich sehr minimalistisch, damit ich dann zur Weihnachtszeit in die Vollen gehen kann. Und wie gesagt, jemand hat sich noch für mein Studienzeug interessiert. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr unromantisch, was mein Studienzeug angeht. Also das ist alles, was ich zum Studieren brauche. Und das ist besagter Zettel, den ich immer brauche, damit ich weiß, wie ich zitiere. Ja, ansonsten immer Lippenpflege, Leuchtmarker und dann habe ich hier, die gab es im Studium mit dazu, wow, voll gut, Klebezettel, aber ja, wie gesagt, ich benutze meist nur noch die PDF-Versionen. Ah, was vielleicht noch interessant ist, ich bin ein furchtbarer Nagelhautknibbler, ganz schlimm, und das ist ein Würfel, der einen davon abhält. Also der ist dafür da, dass man seine unruhigen Fingerlein an irgendwas beschäftigen kann. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man so nervöse Hände hat wie ich, dann ist es schon viel wert. Also hier haben wir einmal einen Schalter. Da haben wir Rädchen und diese Kugel, das ist meine Liebste. Da haben wir Tasten, die alle anders reagieren. Die reagieren alle anders. Dann haben wir hier einfach nur so. Und hier haben wir das. Das ist so ein... Wie nennt man das? Ich weiß es nicht, Leute. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr ein Nagelhautknibbler seid oder eben sehr unruhige Hände habt. Das hier ist wirklich Gold wert. Ansonsten ist ja echt nichts anderes außer ein Kalender. Und da habe ich auch die... den Kalender mit der Wochenübersicht, weil das für mich am besten funktioniert. Und ja, so Notizblöcke. Ansonsten ist hier nicht viel mit Stationery. Was vielleicht noch sehr wichtig ist, ist, ich arbeite immer mit zwei Bildschirmen. Also das ist wirklich Gold wert, wenn man mit zwei Bildschirmen arbeiten kann. Und ja, zum Beispiel mit dem Laptop arbeiten kommt für mich heutzutage gar nicht mehr in Frage. Ja, deswegen kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr euch den Luxus leisten könnt, probiert es wirklich mit zwei Bildschirmen. Es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten. Also ich bin wirklich sehr, ich will nicht sagen primitiv, sehr auf dem Boden geblieben, was mein Studienmaterial angeht. Wahrscheinlich auch, weil ich eben 33 bin und studiere und nicht 22 und studiere. Ich denke, mit 22 hätte ich mir auch ein bisschen mehr oder schöneres Zeug geholt. Das ja, aber ich bin sehr zielgerichtet, was die Studienarbeit angeht. Was ich immer zum Studieren brauche, aber das habe ich schon mal gesagt, sind diese Pomodoro-Session-Videos, weil ich furchtbar bin im Pausen machen.
Und manchmal denke ich, das sind so ein paar Züge, die könnte man vielleicht ja einer gewissen psychologischen Eigenart zuschreiben. Aber dann denke ich auch wieder, nee. Also es gibt, ich habe zwei Modi, in denen mein Gehirn funktioniert. Entweder habe ich die Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen, nehme ich gar keine und denke mal, was war das? Oh, mein Handy, oh, ein Buch, oh, ein Stift, huh? Ach so, ich wollte lernen. So, oder ich bin im Hyperfokus-Modus und dann baller ich 4 Stunden durch und frage mich, wieso ich Kopfschmerzen habe. Diese zwei Modi hat mein Gehirn. Das habe ich zum Beispiel auch sehr oft, wenn ich Videos schneide und die bearbeite. Dann komme ich oft in diesen Hyperfokus-Modus, weil es auch noch was ist, was mir Spaß macht. Ja, ist aber nicht so gesund. Macht mir zwar Spaß, ist aber nicht so gesund. Deswegen brauche ich eben fürs Studium immer Pomodoro-Session-Videos und da habe ich natürlich meistens welche mit Harry Potter laufen. Was sonst? Ich merke auch, wie mein Gehirn so langsam konditioniert ist, wenn ich diese Geräusche von diesen Pomodoro-Sessions höre, dass mein Gehirn weiß, okay, wir kümmern uns jetzt um was. Ansonsten bin ich wirklich sehr unromantisch, was mein Studienzeug angeht, muss ich einfach zugeben. Aber wie gesagt, ich denke, das liegt eben daran, dass ich das so nebenher mache und nicht meine volle Konzentration und Kreativität ins Studium legen kann, möchte, will. Ja, kurze Info, weil es immer wieder kommt. Ja, ich freue mich ja, dass es kommt. Ich habe euch auch abgedreht, wie ich mich schminke und wie ich mir die Haare mache. Aber das Ganze braucht noch ein bisschen, bis ich das geschnitten und bearbeitet und zusammengefügt habe. Deswegen noch ein bisschen Geduld. Noch ein bisschen Geduld. Es kommt, aber es dauert eben. Ne? Ich bin ja kein Beauty-Blogger. Ja, es geht ja doch meist um Bücher bei mir. Deswegen, ich habe euren Wunsch gehört, mehrmals, sehr deutlich. Aber es dauert eben noch ein bisschen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mit dem Hund laufen. Ich habe zwar schon meine 10.000 Schritte, weil ich mittags im Park unterwegs war, aber der Hund muss ja auch raus, ne? Deswegen gehen wir zusammen laufen, Puppi. Okay, Freunde, dann gehen wir ein bisschen an die frische Luft. Das mache ich jetzt und das solltet ihr auch tun. Bis gleich. Na komm. Hallo, wir sind zurück vom Spaziergang. Ich bin richtig froh, dass es noch so toll geworden ist vom Wetter her. Heute Morgen hat es geschüttet, Leute. Geschüttet. Geschüttet. Ich wollte euch noch kurz ein Migräne-Update geben, ganz einfach, weil ich weiß, dass es da draußen viele Menschen gibt, die regelmäßig und immer mal wieder mit chronischen Sachen zu tun haben, die einem eben das Leben sehr schwer machen. Und ich kann euch sagen, ich hatte zwischen August und September 28 Tage keine Migräne. Zufälligerweise war das genau auch die Zeit, als ich mich bewusst ernährt habe und als ich mich ausreichend bewegt hatte und regelmäßig Sport gemacht habe. Ob es da einen Zusammenhang gibt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich 28 Tage keine Migräne. Dann kam diese kleine Kältewelle im September.
Und mit Wetterumschwüngen komme ich prinzipiell sehr schlecht klar. Deswegen hatte ich da sehr viele Tage Migräne. Ich erinnere, es war von Freitag bis Freitag hatte ich durchgehend Migräne. Und dann ging es mir wieder eine Weile gut. Und die letzten 2 Wochen hatte sie mich wieder. Das Ding ist, man möchte ja nicht immer verzweifelt einen Trigger suchen. Aber ich denke schon, dass wenn ich mich jetzt wieder auf den Weg begebe, etwas ausgeglichener zu essen und so zu essen, dass es meinem Körper gut tut und ich mich wieder auf den Weg hin bewege, wieder regelmäßiger Sport zu machen oder mal wieder Sport zu machen, dann wird das auch deutlich besser werden. Freunde, heißes Thema, ich wollte euch noch ein Update geben, was meine Bücherregale angeht. Ich sag's mal so, wenn ihr seht, dass ich an meinem Bücherregalen am Rumkruscheln bin und verändern bin und unzufrieden mit denen bin, das ist immer so ein Indiz dafür, dass ich innerlich unruhig bin. Also wenn ich anfange, die Bücherregale rumzuräumen und zu überlegen, was ich da verändern könnte, das ist ein Warnzeichen. Früher habe ich mir die Haare gefärbt und jetzt gucke ich halt immer, was ich an meinen Bücherregalen verändern kann. Auf jeden Fall, Leute, Folgendes. Es ist wieder ganz anders, als es war. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte mir dieses kleine Schmale noch in die Ecke gestellt. Ich blende mal einen Clip ein, wenn ich einen finde. Das war der Stand, den ihr noch mitbekommen habt, aber jetzt sieht es wieder ganz anders aus. Was ich gemacht habe, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wartet. Schaut euch das an, was ich gemacht habe. Ich habe mir einfach noch so ein schmales Regal gekauft und da daneben hingestellt. Bin ich nicht intelligent? Ja, hier hatte ich ja noch diesen Bücherschubladenturm, den habe ich jetzt woanders hingestellt. Also ich habe ihn nicht entsorgt, der ist noch da. Aber mir wurde eben klar, also jetzt ist eher der Fokus drauf, dass ich Platz für meine Bücher habe. Und das habe ich ja jetzt soweit. Aber mir ist auch klar, ich bin jetzt hier nicht super äußerst zum Vollsten zufrieden. Deswegen wird sich da noch einiges ändern. Aber ich sag mal so, die nächsten 2 Jahre nicht. Das nicht. Ich will auf jeden Fall diese Wandleuchte hier, Dudo, die muss auf jeden Fall weg. Das ist mir klar. Auf lange Sicht muss das weg. Und ich dachte, wenn wir hier streichen, wenn wir mal hier streichen oder renovieren, dann kommt diese Lampe weg. Weil dann habe ich auch genügend Platz an dieser Wand. Und wenn diese Lampe dann weg ist, dann kann ich das Ganze hier nochmal gescheit ausmessen und dann hier nochmal ein breiteres reinstellen, versteht ihr? Also nochmal was von der Breite, sowas, hier hin. Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall bin ich jetzt sehr viel zufriedener. Ihr seht schon, ich habe nicht alles eingeräumt bisher, weil ich auch noch nicht weiß, wie das ganze Konzept aufgehen soll. Aber Stand jetzt ist es okay, so sage ich mal. Und ich habe auch hier im Bücherregal wieder ein bisschen Luft dazwischen. Ne? Ach so, ich habe auch Harry Potter und die Kammer des Schreckens wieder gehört, durchgehört bereits. Und ich weiß nicht wieso, Leute. Irgendwie entwickelt sich der zweite Band einfach zu meinem liebsten Band. Ich glaube, das hat damit zu tun, weil wir sind nicht neu in Hogwarts, aber wir haben eben auch noch nicht so schwerwiegende Probleme, wie wir sie später haben. Ich glaube, deswegen ist der zweite Band mein liebster Band. Aber natürlich werde ich jetzt mit dem Gefangenen von Azkaban weitermachen, aber ich mache erst mit diesem Hörbuch weiter, wenn ich Elfenkönig zu Ende gehört habe, damit ich nicht 3 Hörbücher laufen habe. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Und ich muss mir noch den 5. Band in der illustrierten Ausgabe kaufen von Jim Kay. Mein Problem ist der Preis, Leute. Ich weiß. Aber ihr müsst euch überlegen, auf Englisch kostet das Ganze, glaube ich, 10 Euro weniger. Aber, naja, ich habe es halt auf Deutsch zusammengesammelt. Also ich habe die illustrierten Ausgaben von Jim Kay alle auf Deutsch. Die von Mina Lima habe ich auf Englisch. Da kann ich ein bisschen Geld sparen, weil auch die sind deutlich günstiger auf Englisch. Aber ich denke, ich muss in den sauren Apfel beißen. Ich bin die letzten Jahre immer nur bis zum Feuerkelch gekommen und da auch immer stehen geblieben. Deswegen hoffe ich, dass ich dieses Jahr mal wieder durchlesen werde.
Ich will mal wieder weiter als der Feuerkelch kommen, weil in Orden des Phönix geht ja ziemlich viel ab. Und dann geht es ja sowieso nur noch ab. Und ich habe das Gefühl, wenn man den letzten Band gehört hat, beziehungsweise gelesen hat, dann ist es so das Rundum-Harry-Potter-Erlebnis. Dann kommt alles irgendwie besser zusammen in der Geschichte. Deswegen möchte ich mir Mühe geben, dieses Jahr wieder alle 7 Bände zu hören, beziehungsweise zu lesen, wahrscheinlich eher hören, dass ich mal wieder die komplette Harry-Potter-Experience habe. Das finde ich gut. Wo wir jetzt schon gerade am Bücherregal sind, ist mir eingefallen, dass jemand auf Instagram meine Musik- bzw. CD-Sammlung sehen wollte. Ich finde es einen sehr schönen Gedanken, dass das jemand sehen will. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein sehr intensiver Spotify-Hörer. Also mein Problem ist auch, wenn es ein Hörbuch nur als Audio-CD gibt. Ich habe hier zu Hause kein Gerät, wo ich eine Audio-CD abspielen könnte. Habe ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob mein Auto... Ich glaube, mein Auto hat noch ein Audio-CD-Fach. Aber ansonsten habe ich ein paar CDs noch hier und ein paar Alben, die mir sehr wichtig sind. Aber ja, ich spiele sie nicht ab in dem Sinne. Aber ich zeige sie euch einfach, okay? Weil es jemand wissen wollte. Und weil es auch ein bisschen witzig ist, okay? Okay, prinzipiell muss ich zu all diesen CDs und Alben sagen, dass das die CDs und Alben sind, die mich einfach durch meine Pubertät gebracht haben. Ohne diese CDs, ohne diese Künstler, ohne diese Songs auf diesen Alben wäre ich heute nicht die, die ich bin. Das kann man wirklich über diese CDs sagen. Ich kenne jedes Lied auf diesen CDs auswendig und jedes dieser CDs ist einfach sehr wichtig für meine Entwicklung gewesen. Wir starten mit dem größten Batzen, nämlich sämtliche Alben von Britney Spears. Dazu muss ich jetzt sagen, dass lediglich das dritte Album, das Britney-Album, für mich fast das beste Album von ihr, wenn da nicht Blackout wäre. Blackout ist nochmal was ganz anderes, aber als dieses Album rauskam, das war für mich eine kulturelle, musikalische Revolution. Auf jeden Fall bin ich auch immer sehr bemüht, dass niemals jemand irgendwas gegen Britney Spears sagt, weil das ist so ein Thema, bei dem ich sehr leidenschaftlich argumentiere und ich bin in etwa so wie dieser sehr berühmt gewordene junge Mann, der schrie, leave Britney alone, so bin ich, weil diese Frau gehört auch in Ruhe gelassen, okay? Dann das Britney Baby One More Time Album hatte ich nie, also ich habe es nie als Album besessen. Und das Oops, I Did It Again Album hatte ich als Kassette. Ja, wir reden über solche Zustände. Auf jeden Fall, diese zwei Alben sind noch aus meiner Teenie-Jugendsammlung. Alle anderen Alben, Baby One More Time Album und das Oops, I Did It Again Album und dieses Blackout-Album habe ich bei Rebuy bestellt und für mich ist es einfach nicht Zustand sehr gut, weil es fehlt einfach alles. Aber ja, wenn man Rebuy vertraut, ne? Das waren die Britney Spears-Alben. Weiter geht's. Also, wie gesagt, jedes dieser Alben hat seinen Ehrenplatz in meinem Herzen, in meinem Leben, in meiner Seele. Für immer und ewig. Das Beyoncé-Album, Dangerously in Love, das ist das originale Ding, Leute. Das originale Ding, das ich als kleines, junges Girl im teeniehaften Teenie-Alter mir beim Radio Freitag gekauft habe. Ich weiß gar nicht mehr wo. Entweder Mediamarkt, Kaufhof oder Radio Freitag. Irgendwo da habe ich es gekauft. Ihr wisst es vielleicht, ich bin immer noch ein sehr großer Beyoncé-Fan, auch ein großer Britney Spears-Fan, aber ich denke nicht, dass sie nochmal Musik macht, aber Beyoncé, yes! Dann ganz große Liebe, Keen, das erste Album, Hopes and Fears. Leute, das ist dieses Album, ohne dieses Album hätte ich es, glaube ich, nicht bis hierher geschafft. Hört sich dramatisch an. Ich weiß, aber ich war eben ein sehr dramatischer Teenie.
Das Album habe ich reingehauen, wenn ich abends im Bett lag und meine Gedanken zu wirr waren, als dass ich irgendwie hätte einschlafen können oder dass ich irgendwie hätte mich beruhigen können, dann habe ich dieses Album reingehauen und habe die ganze Nacht zu diesem Album geschlafen. Das ist wirklich eines der Alben, die ich dazu benutzt habe, runterzukommen und das ich auch oft dazu benutzt habe, einzuschlafen. Und deswegen hat sich dieses Album komplett in meine Seele gebrannt. Dieses Album hat einfach einen sehr hohen emotionalen Wert, vor allem was die Nächte angeht, die ich so durchgemacht habe. Es hört sich alles sehr dramatisch an. Mir geht's gut. Mir ging es auch damals gut. Es ist eben nur nicht so einfach, wenn man Teenager ist. Aber das wisst ihr bestimmt alles selbst. Ja. Dann ganz große Liebe. Oh mein Gott, Leute, als dieses Album rauskam, das war für mich eine kulturelle, musikalische Revolution. Nämlich natürlich das Stripped-Album von Christina Aguilera. Leute, ich war, glaube ich, in der 8. Klasse, als das rauskam. Oh, das war so toll. Alles war toll. Auch die Kunst, die hier reingesteckt wurde, jedes von diesen Bildern hier in diesem Booklet, in diesem Album, jedes einzelne Lied hier, das ist einfach so wichtig für mich. Das ist einfach so wichtig für mich. Und hier sind einfach richtig nice Banger drauf hier. Nur tolle Lieder, Leute, nur tolle Lieder. Und dann ganz wichtig für mich und untröstlich, seitdem sie nicht mehr auf der Welt ist, von Aaliyah, ihr gleichnamiges Album. Auch dieses Album, Leute. Oh, guck. Wann kam das Album raus? 2001? Oh, jetzt kommt hier das große Rätsel. Raten, wie alt war ich 2001? 12? Ich war 12. Und habe mir das Album gekauft. Kann auch sein, dass es 2000 rausgekommen ist, aber dann war ich entweder 11 oder 12. Auf jeden Fall war ich sehr jung, als ich mir das Album gekauft habe, aber geliebt, Leute. Das ist für mich bis heute fast, nee, es ist ungeschlagen, das beste R&B-Album. Ungeschlagen. Ungeschlagen. Das ist einfach so anders als alles andere an R&B, was ich kenne. Und was ich vor allem mag, ist, dass es so düster ist. Das hat so was Düsteres, Leute. Und auch dieses Album. Ohne dieses Album wäre ich nicht die, die ich bin. Hoch und runter gehört, Leute. Hoch und runter. Was meint ihr, was ich dankbar bin, dass die Lieder von Aaliyah endlich bei Spotify verfügbar sind? Gott sei Dank. Es gibt so viele tolle Lieder auf der Welt, die es nie zu Spotify schaffen, weil irgendein Horst Günther die Rechte dran hat und sie nicht freigibt oder es nicht hinkriegt, die Rechte freizugeben. Auf jeden Fall bin ich dankbar, dass es jetzt Aaliyah auf Spotify hat. Ansonsten merkt man, glaube ich, wenn man mir bei Instagram folgt, dass ich eigentlich so jemand bin, der sagt, ich höre eigentlich alles. Und solche Menschen mag man ja besonders gerne. Natürlich höre ich viel K-Pop, aber ich höre eben auch sehr viel anderes. Und ihr könnt mich auf jeden Fall wissen lassen, welche Alben euch durch eure Pubertät gebracht haben oder durch die wilden Teenie-Jahre oder ob ihr eins der Alben auch habt und welches Album ist das beste Britney Spears-Album. Das würde mich alles interessieren, deswegen danke ich für diese tolle Frage bzw. den tollen Hinweis, dass jemand sagte, zeig mal deine CDs. Wie gesagt, es waren sehr viele, ich hatte unfassbar viele CDs, unfassbar viele, aber wie gesagt, durch die Digitalisierung habe ich nur noch diese Schätze hier aufgehoben, beziehungsweise wie gesagt, ein paar Britney Spears Alben bei Rebuy bestellt, aber diese Alben würde ich hier niemals weggeben, weil es einfach so ein Teil meiner Geschichte ist. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich von euch in den Kommentaren höre. Es ist nicht immer einfach, über Dinge zu sprechen. Das wisst ihr bestimmt auch. Und so manches Thema geht einem einfach nicht so einfach über die Lippen. Aber ich hoffe immer, dass irgendjemand da draußen sich in dem, was ich sage, vielleicht wiederfindet oder ein bisschen was mit dem anfangen kann, was ich da sage oder vielleicht irgendwas mitnehmen kann aus dem, was ich sage. Und dann, ja, würde ich mich einfach freuen, von euch zu hören. Welche Themen würdet ihr gerne in einem Vlog sehen? Über was soll ich euch noch voll labern? Lasst mich auf jeden Fall wissen, wie euch dieser Vlog gefallen hat. Und dann hoffe ich, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal.
Ciao.